Denn. Das war jetzt aber echt sehr schnell. Eigentlich braucht er immer. Ach nee, jetzt braucht er länger. Ach nee, Moment. Bei mir brauchen wir wieder Ewigkeiten. Ja, wie gesagt, Herr der Ringe, sofern unter der Woche keine Zeit, Wie? also, ne, Zeit ist, Ja, ne? das. Ja. Wäre dann halt wieder am Sonntag, denke ich mal, oder? Ich denke mal, wir werden es wahrscheinlich auch unter der Woche mal hinkriegen. Ja, wie gesagt, das liegt ganz allein bei dir. Da Mein bin ich mir eigentlich zu. junger Padawan-Mod. So. Ach Keine Angst, ihr ja. habt gleich Bild. Ich muss hier nur Den gerade jungen einmal Padawan. kurz. Also kannst du einmal noch kurz die Kategorie ändern? Ja. Und Weil dann brauch ich das jetzt gerade nicht machen. Dann kann ich nämlich einmal kurz. Huch, wieso ändert er das jetzt, ne? Online. Eigentlich so. Müsste es eigentlich. Ich weiß nicht genau, wie das. Meter groß, online, was weiß ich. So, wie gesagt, gleich müsstest du ihr Bild haben. Oh, echt? Ey, wieso ändert er das jetzt nicht? Ansonsten kann ich das auch gleich machen. Alles gut. Nee, warte mal ganz kurz. Das sieht mich gerade selber. Hey, der Befehl ist doch eigentlich nicht falsch. Moment, Moment. Moment. Eigentlich müsste es derselbe sein. Ich kann noch mal nachgucken. Warte. Ich muss dir unbedingt den Stream-Elements-Zugang geben. Das müssen wir die Woche nochmal machen. Dann kann ich dir den Stream-Elements-Zugang geben und du kannst selber nachgucken. Eigentlich sollte er das damit erfüllt Ja, haben. Moment. kann aber sein, dass das vorher nur der Nightbot war, wo das ging. Aber eigentlich müssten es beide machen. Warte mal. Wenn sie drüber Bild vorhanden, das ist so. Nee, aber Zeit, sonst hat er mir immer auch was angezeigt. Also, Ja, warte mal. welcher Warte Teil mal, warte mal. Ich macht guck er gar nicht mal. mehr? Wie gesagt, ich muss dir unbedingt den Zugang geben. Dann kannst du das nämlich alles selber nachgucken. Ja. Weil dann brauche ich hier nicht extra noch mein Kram machen. Gut, Internet sagt nein. Der Internet sagt gerade will nicht. Jo. Möchte mir. Möchte nicht. Möchte Ja, mir. jetzt möchte er. Jetzt will er wieder. Ach so, das wäre dann Moderatorbefehle wäre dann eigentlich ja eine gute Frage. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Nee, finde ich gerade nicht. So spontan. Ja, streamst du morgen? Also heute? Morgen nicht, nee. Also Montag, Erst am Dienstag Dienstag. wieder. Weil morgen habe ich ja Ja. wie gesagt Besuch, da Ach wird ja, dann stimmt, stimmt, stimmt. wegen, oder zumindest gucken wir dann schon mal so ein bisschen wegen Kleid und was weiß ich und blabiblub, ne? So ganze Weiberkram, was ja alles vor dem Dann. großen Tag, der zwar noch in weiter Ferne liegt, aber der, Dann also zum machen wir großen das am Tag Dienstag wird, ja. in Ruhe. Okay. Okay, dann bin ich jetzt mal raus. Doch, Set Game müsste es sein. Dann. Set Game. Ausrufezeichen, Set Ja, Game. Set Game wäre es jetzt bei Stream Elements. Set Game zusammen. Ja. Müsste eigentlich gehen. Vor allem, ich habe dir auch die Rolle dafür eigentlich gegeben. Mach mal irgendwie ganz also Ausrufezeichen, Set Game. Ach, ich mach mal einfach. Mal kurz so zum Test. Mit My Daylight. Ja, teste einfach mal. Wenn es geht, ist cool. Wenn nicht, dann muss ich selber nochmal gucken. Ja, Ja, funktioniert. okay. Ja, Funktioniert. dann einmal jetzt wieder zu Final Fantasy. Yep. Hier sind sie wieder mit meiner Katze unterwegs. Aber, super, danke. Oh, ja, gut, dann haben wir das jetzt aufgeklärt, aber dann können wir am Ja, warte, Dienst. ich muss das. Ich werde das eben kurz hier nur bei mir ändern ich habe meiner Textdatei. Mit den Twitch-Befehlen. Wie gesagt, wir setzen uns am Dienstag einfach mal zusammen und dann kann ich dir den Zugang geben. Weil dafür muss ich dich leider direkt in der Strippe haben. Weil du halt direkt innerhalb von ein paar Minuten da was eingeben musst. Und das geht leider Gott. nicht mit einer Karenzzeit von ein paar Stunden. Schön wäre es, aber das ist leider nicht möglich.
Ja gut, dann dir noch und allen anderen viel Spaß beim Stream. Danke, werden wir, denke ich mal, bis haben. Bis später eine gute Nacht und ja, wir können ja dann nochmal schreiben. Ja, ich belästige dich dann morgen zwischen. Alles klar, also keine Belästigung. Und Gruß Bingo Boffin, ne? So zum Abschied nochmal ein ordentlich abkotzen im Abschied. Ja. Abschiedkotzer zum Abschied. Alles klar, dann gute Nacht und viel Spaß noch. Ja. Gute Nacht. Ciao. Ciao. So. Gut, dann würde ich sagen, achso, ich muss einmal noch kurz aus dem Discord raus. Sonst wird das hier ein bisschen blöder. Aber beenden. So. Dann machen wir jetzt einmal die Hauptquest weiter, würde ich sagen. Eine Nachricht von Vossail, von der Bruderschaft der Morgenviper, sagst du? Verstanden. Wenn die Älteste irgendwo im Wald ist, werden wir sie finden. Luzi ist jetzt weiter zu Buscaron. Dann solltest du dich südlich halten. Er hat nämlich im Südwald eine Kneipe aufgemacht. Wir haben vorhin ein bisschen Bestiarium gemacht. Ein bisschen unsere Waldläufer-Quest weitergemacht. Und ja, nun machen wir hier einfach mal so spontan noch mal ein bisschen. So. So. Beim letzten Mal, also nicht vorhin, aber beim letzten Stream hatten wir dann auch unsere Reitfähigkeit Gott sei Dank bekommen. Da bin ich immer noch sehr dankbar für. Und jetzt ist die Frage, machen wir jetzt wirklich die Hauptquest? Was wäre das hier wäre dann, ne? Das wäre im Südwald. Südwald. Und die Hauptquest wäre auch im Südwald. Ja, dann also Südwald. Dafür nehmen wir mal unser Tierchen hier. Ich möchte unsere Tiere nämlich so viel ausnutzen, wie es irgendwie geht. Da wir sie ja jetzt endlich haben. Ich kann gar nicht mehr genug davon kriegen. Warte, bin ich nur... Ja, doch. Wir sind richtig. Wir reiten richtig. Ich weiß auch gar nicht, wo wir für die anderen Bestiariumstiere noch hin müssen. Unter anderem, glaube ich, nach Tanalan. Könnte aber wahrscheinlich dauern, bis wir da wieder sind. Ja. Da ich in die kleinen süßen Baumschnecken. Würde ich heute gerne noch bis Level 31 oder 32 so im Dreh kommen. Ich glaube aber, dass das ein bisschen schwieriger wird. Beide. Okay, das ist da. Das andere da hinten. Okay. Dann einfach geradeaus drauf zu. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier haben wir sogar alle Bestiariumstiere schon. Nee, die Grabranke fehlt. Ich weiß noch nicht, wie wir an die Grabranke rankommen. Hier irgendwo ein Fade-Bereich, das. Ah, sollen wir mal nach der Grabranke suchen nochmal? Wo wir Hauptquest machen? Weil eigentlich hätte ich die Grabranke schon gerne. Da sind sie. Vorhin waren die gar nicht da. Das ist gut. Na gut, wahrscheinlich vorhin war ich hier im Südwald ja relativ viel los. Ich gehe mal davon aus, dass dann die weggefarmt wurden. Zwei brauchen wir davon.
Kann ich nicht schlafen, ich habe mir eine Elf erstellt, ist den Graubärten auf den Berg hochgelaufen und bin dann dort in die Tiefe gesprungen. Ich habe gelacht und den Schock gelöscht. Nein, nicht dein Ernst. Ach, Daddel. Aber schön, dass du noch mehr reinschaust. Auch wenn es natürlich nicht so schön ist, dass du nicht schlafen kannst. Aber freut mich, dass du noch mal kurz reinlugst. Hat ganz knapp den Kaya jetzt wieder verpasst. Der hat sich gerade vor einigen Minuten verabschiedet. Ich dachte mir dann halt so, ja komm, spontan, ich habe noch keine Lust aufzuhören. Ich dachte mir, so, vielleicht hätte der ein oder andere Lust noch ein bisschen hier zu bleiben. Ich bin müde. Oh, das glaube ich. Das glaube ich. Meine Müdigkeit kommt dann auch irgendwann. Wahrscheinlich erst so, wenn ich den Stream ausgemacht habe. Kaya ist geflüchtet. Nee. Nee. Er ist einfach nur müde vom Wochenende. Kaya hat ja das Wochenende hier bei uns verbracht. Und ja, wir haben ihn, glaube ich, ein bisschen K.O. gemacht. Frisches und ich. Wir haben ihn ja auch so ein bisschen mit richtig toller, super geiler Musik gequält. Also ich glaube, das war eher so ein mehr Arbeit als alles andere an diesem Wochenende für ihn. sei gegrüßt, Abenteurerin. Wir haben den besten Grog und das Leckerste. Hä, du bist nicht hier, um dir den Bauch vollzuschlagen? Ah, es dürstet sich nach Informationen, wie? Ja, ich habe etwas von einer Silfe gehört, die hier in der Gegend herumlungert. Aber ich kann dir nicht sagen, ob es sich dabei um die Älteste handelt, die du suchst. Diese Waldfeen sehen doch alle gleich aus. Wenn man sich nicht blau oder rot anstreicht, kann sie doch keiner auseinanderhalten. Ja, stimmt, das sind alles fliegende Kohlköpfe. Aber, naja. Wenn du ein wenig Zeit hast, solltest du eine Weile hierbleiben und schauen, was passiert. Wer weiß, vielleicht stolperst du dabei gar selbst über diese Silfenälteste. Okay, obwohl Berliner sind da hart im Nehmen. Die brauchen das sogar. Bist du inzwischen mal aufgestanden? Hast dich dabei gestreckt? Ich war zwischendurch noch einmal auf dem Klo. Aber das war vor Herr der Ringe. Also nein, ich war seitdem nicht mehr draußen. Also seit wir mit Herr der Ringe angefangen hatten, sitze ich tatsächlich hier. Aber ich musste auch nicht. Ich musste, mir geht's gut. Ich werde nur gleich aufstehen und mir das nächste Trinken holen. Was? What? Hi, wer bist du? Okay. 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 Hey, ich wollte mich gerade bedanken. Danke. Wie auch immer du bist. Danke. ja, so, was haben wir denn jetzt hier? Duftschokolade. Okay. So, sehr schön. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren, ne? Auf die Strecke ein paar Fingerübungen. Ich warte noch. Sollte ich jemals Kanalpunkte haben, kann ich das gerne einführen, dass du dann dafür Kanalpunkte ausgeben darfst, dass ich dann aufstehen darf und Übungen machen darf. Das kann ich gerne einrichten. Dann kannst du das gerne einfordern. Wird zumindest lustig. Was ich aber nicht mache, sind Hampelmänner, ja? Da bricht das Haus zusammen. Das kann nicht, das wird sonst nichts. Ne, aber tatsächlich, wenn ich so einmal sitze und eigentlich alles soweit, ne? Magentechnisch schon so gut ist, dann. Luna Nikolain, du warst das eben, ne? Vielen lieben Dank. Das ist kein Hampelmänner, ne? Nee. Luna reicht, okay. Luna, vielen lieben Dank. es sei denn, okay, sagen wir so. Wenn der Chat Hampelmänner verlangt, also die Mehrzahl, dann würde ich es machen. Aber nur,
Wenn ich Kanalpunkte habe. Schüttet 1000 Katzentale über Itarium vor das Gymnastik. Eine Minute lang hier. Willst du mich quälen? Das reicht, wenn ich das abends nach dem Stream mache. Tatsächlich, nach dem Stream setze ich mich immer noch hin und mache meine Gymnastikübung. Luna, vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen hier bei den Sampfoten. Lass es dir hier im Schild gut gehen. So. Jetzt bin ich wieder komplett. Ah, da hinten. Da ist Leisläuterung. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Fauli. Ja, faul bin ich tatsächlich. Aber Sport mache ich trotzdem. Wie gesagt, nach dem Stream mache ich ständig meine Übungen. Und mich wundert's so sehr, dass Frisches über mir nicht wach wird, wenn ich hier unten meine Übungen mache. Habe ich dich gut aus der Fassung gebracht? Ja. Ja, das muss man erstmal schaffen. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank. Der Chat ist auch soweit ganz lieb. Also ich hoffe, du fühlst dich hier wohl und geborgen. Ganz lieb, ja. Keine Sorge, ich weiß, wie zu verteidigen. Das ist gut. Aber ich glaube, das wird hier nicht nötig. Schreck und Fingerdehnen ist zu viel. Ey, Fingerdehnen mache ich tatsächlich zwischendurch. Auf jeden Fall ein cooler Char. Sehr cool. Oh Gott, oh Gott. Ich kann ja zwischendurch mal meine Finger strecken. kann ich mir zurückgeben. Danke. Wobei ich halt auch gern so ganz einiges an Extra-Outfits hätte, aber ich bin schon froh, dass ich überhaupt drei Tiere besitze. Also ich habe höchstens so ein ja, diese Kostüme. Ich habe halt so eins von Cloud nur, leider. Jetzt, warte mal. Habe ich die irgendwo? Das ist so ein blöder Himmel. Das hier zum Beispiel. Also bessere Rüstung hätte ich gerne und halt solche extra, also so tolle, coole, schicke Outfits. Sowas hätte ich halt gerne. Ja, das Thrive Outfit, genau. Ich war einmal kurz davor, mir was im Shop zu kaufen, aber ich war zu geizig. Ich gebe nicht gern was aus. bessere Rüstung lässt sich einrichten. Ja, das glaube ich gerne. Nein, lass sie in Ruhe. Ich habe mir Sorgen gemacht, ob du der Einladung auch folgen würdest. Dich hier steht aber nicht auf der Gästeliste. Wir machen jetzt eine Katzenparty. Sie ist von der Waldläufer-Gilde, aber sie ist nicht aus Gridania. Nicht die klassische Kandidatin für unsere Truppe. Aber ich mache auch gerne mal eine Ausnahme. Nein, ich wollte mich nur von ihr verabschieden. Seit mich Pava mit solcher Leichtigkeit besiegt hat, zweifle ich an meinem Weg. Und endlich habe ich erkannt, dass mein Platz nicht bei den Leuten in der Stadt ist. Ich würde immer eine Fremde bleiben, was ich auch tue. Ich gehöre hierher, das ist mein Volk. Bei den Mondstreunern ist die Tradition des Bogenschießens lebendig, ganz anders als in der Gilde. Und deswegen werde ich mit ihnen gehen. Verzeih mir, das ist die einzige Heimat, die ich habe. Versprich mir nur, dass du Lucien nichts sagst. Oder Silvia. Ja, ich versuche es. Ey, die knufflige, dicke, fette Katze von vorhin, die war niedlich. Die hatte so kleine, süße Stummelbeinchen. Ja, die war süß. Oh, ich will die auch haben. Ich
Ich liebe Katzen. Katzen sind toll, Katzen sind super. Ich brauche Katzen in meinem Leben. Hast du einen Frieden mit dem Mädel gemacht? Gut, dann erledige die Schlampe. Was? Nein! Was ist? Du hast so nichts mehr am Hut mit der Gele. Wo ist das Problem, wenn einer von denen ins Gras beißt? Nein, das dürfte einfach nicht. Versteht ihr? Nicht sie. Da hatte ich die beste Absicht mit dir, kleine Lei. Und dann so eine Weicheierei. Wo ist denn dein Stolz als Jägerin, Schätzchen? Dein Feuer. Für so eine habe ich wirklich keinen Platz, um keine Pfeile zu verschwenden. Los, haut ab, bevor ich es mir überlege. Und wenn ich euch nochmal erwische, gibt's kurz einen Prozess, kapiert? Ich glaube, da hat sie ihre Chance gerade verspielt. Die kann nur umfallen, das ist traurig. Ich werde Katze, so wird sie nicht offiziell genannt, gibt's auch als Plüschi. Oh, ich will die haben. Ich brauche sie. Das ist deine Schuld. Du hast mich um meine letzte Zuflucht gebracht. Ich habe nichts gemacht, Alter. Ich stand hier nur. Ich wurde genötigt, hierher zu kommen. Du bist so stark. Ja, so unglaublich stark. Was macht dich so stark? Was? Sag es mir. Sag es mir. Du bist nach mir in die Gilde gekommen und hast mich doch schon bei weitem überrundet. Du weißt immer, was zu tun ist und fühlst dich überall zu Hause. Ich möchte noch einmal mit dir sprechen. Nicht jetzt. Später. Ich muss nachdenken. Triff mich am Stummen. Ich werde da sein. Warum bin eigentlich immer ich an allem schuld? Egal was, egal wie, egal wo. So komplett bin ich immer an allem schuld. Egal in welchem Spiel. Das wird so langsam zur Gewohnheit. Ein kleiner und großer, das kostet, glaube ich, 120 Euro und das ist... Wow. Oh, 120. Wobei, für eine Katze? Ja, nee, es ist mir, glaube ich, persönlich etwas wert. Aber ich möchte sie trotzdem haben. Irgendwann. Für eine fette Katze. Na gut, rein theoretisch könnte ich meine echten Vierbeine einfach verfetten lassen. Aber nein, das kann ich dir nicht antun. Das möchte ich dir noch nicht antun. Ich würde meine Katzen gerne weiter behalten. Das reicht schon, dass ich den einen von meinen Eltern holen muss, der verdammt fett geworden ist, leider. Weil sie ihn falsch gefüttert haben. So, also da mussten wir zum Stumm hin und da müssen wir einmal hier wieder hin. Okay. Jetzt hier. Hallo. Oh, ich liebe meine Reittiere. Auch wenn ich noch nicht viele habe, aber ich liebe jedes einzelne. Wohin die rennen. Ich finde die Musik so schön auf dem Reittier. Wobei, was Tierquälerei ist, ist der hier. Das ist Tierquälerei. Vor allem am schlimmsten. Dieses stumme Beinchen. Das ist doch... Der Arme. Und ihn dann auch noch mit Gemüse locken. Sag mich, wie der Schokomoppel so fett geworden ist. So viel Quälerei. Wenn er fliegt, lockt man ihn mit Kuchen. Oh, scheiße. Das arme Ding, ey. Das ist so... Nein. Aber ich finde ihn süß. Ich liebe meinen Schokomoppel. Zeige ich dir gleich mal. Ihn sehr gerne. Sehr gerne. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier nirgends hingebotet werde. Wobei, was ich noch einmal machen wollte... Wir hatten doch hier vorhin... Ah. Einmal. Ich war nämlich vorhin, bevor wir das Ganze hier beendet hatten, war ich nämlich noch einmal... Oh, war ich nämlich einmal shoppen. Ich bin noch einmal irgendwie... Ja, alles gut, alles gut. Ich glaube, wir finden uns dann schon wieder.
gibt leider noch nichts Neues über die Älteste der Silfen. Solange wir nicht wissen, wo sie steckt, können wir auch nichts unternehmen. Bis es soweit ist, könntest du mir vielleicht den einen oder anderen Gefallen tun? Ich finde dich überall. Oh, was meinst du, wie viele Leute aus dem Chat mich schon gefunden hätten? Ich glaube, 3 oder 4 Leute haben mich dann schon gefunden. Weißt du, beim letzten Mal, es war echt der Hammer. Laufen los, hat sich halt jemand im Chat, der mir die ganze Zeit so ein bisschen geholfen hat. Und dann sehe ich nur so weit am Himmel so ein goldenes Flugreittier. Und die nur die ganze Zeit, oh, wie geil ist das, wie geil. Was ich nicht gescheckt habe, dass das die Person aus dem Chat war. Und ich die ganze Zeit so, oh, die Person hat aber das so ein richtig geiles Reittier. Und ich dachte so, als mir dann der Name aufgefallen ist, ich dann in den Chat geguckt habe. Und dann, ne, dann dachte ich so, nein, wie blöd kann man sein. Dann war die nur so, ach, das bist du ja. Ja, ja, Aber er hat mir, oder die Person hat mir dann halt ein bisschen geholfen und hat für mich Taxi gespielt, ausnahmsweise. Das war dann, war echt cool. Hat mich dann freiwillig natürlich, ich habe nicht gefragt oder so, aber dann halt hin und her gefahren, gebracht, geritten, weil ich noch kein Reittier hatte zu dem Zeitpunkt. Ich habe über 100 Spieltage, also ich kenne mich etwas aus. Ja, ich habe jetzt gerade wieder angefangen. Ich glaube, ich bin jetzt 1 Monat wieder dabei. Oder fast 1 Monat, glaube ich. Hatte eine längere Pause. Und habe mir dann gedacht, tatsächlich bei einem Blick auf meinen Kontostand, ach ja, komm, mach's da einfach mal wieder. Und ja. Es war da noch nicht geplant, dass ich das streame. Dann hatte ich in einem Stream Bock drauf und jetzt bin ich hier drin versackt. Jetzt geht kein Weg mehr dran vorbei. Was, Amigos? Panzer oder. Oh Gott, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, draußen ist ein Trunkenbold, der eine Schlägerei entzetteln möchte. Kannst du ihm eine kleine Abkühlung verpassen, damit er wieder einen klaren Kopf bekommt? Meine Gäste können die ganze Nacht überzechen und laut genug krakeelen, um die Toten aufzuwecken. Aber sobald es handgreiflich wird, muss ich einschreiten. Sind so die Anfängerhelfer auf Twitch deshalb? Nicht. Ich glaube, es war tatsächlich keiner von denen. Ich weiß gar nicht. Nee. Ich glaube, am Ende des Namens war irgendwas mit Feueratem oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Person hieß. Also, wenn die Person wieder im Chat kommen würde, dann wüsste ich's. Julnona könnte. Ja, genau. Julnona. Ja. Julnona Feuersturm. Genau. Er hatte mir beim letzten Mal sehr geholfen. 6 Stunden lang. Ich muss auch gelitten haben. Ein Eimer kaltes Wasser über den erhitzten Kopf wird den Guten schon wieder zur Vernunft bringen. Gegen dieses Hausmittel ist selbst der stärkste Trunkenbold nicht gefeit. Das garantiere ich dir. Treibt sie auch wieder herum. Ah ja, gut zu wissen. Ja. Wie gesagt, am Donnerstag, glaube ich. Donnerstag hat er mir einen kleinen Besuch hier abgestattet. Wir haben dann, glaube ich, zusammen auch den ersten Primae gemacht. Wir waren dann zusammen bei Ifrit. Ja. War lustig. Beim ersten Mal war ich so geflasht, weil ich unbedingt Ifrit sehen wollte. Ich fand Ifrit so cool, ich bin erstmal komplett direkt ohne gestorben und ich dachte so, scheiße. Weil so nur drauf geachtet, wie geil das Viech da aussieht. Und auf alles andere dann irgendwie nicht mehr geachtet. Ich glaube, haben dann 2 oder 3 Mal den Primae da gemacht. War cool. War echt cool. Gut gemacht. Ich kann nicht zulassen, dass ich meine Gäste wegen eines lächerlichen Vorurteils in die Haare kriegen. Der Bursche, dem der Wutausbruch galt, ist ein Dunkelalb, der Elesien.
Diese Leute meiden Städte und ziehen es vor, in der Wildnis zu leben. Daher werden sie von vielen für gewöhnlich Banditen, Banditen gehalten. Ehrlich gesagt können die Dunkelalben mitunter recht schwierig sein. Und die meisten sind ganz in Ordnung. Ich halte es nicht für richtig, einem bestimmten Volk Zugang zum Horst zu verwehren, nur weil es einen schlechten Ruf hat. Es sollte zumindest einen Ort auf der Welt geben, an dem jeder zahlungswillige Gast sich in Ruhe angenehmigen kann. Meinst du nicht auch? Oh, ja, doch. Ich hatte keine Verbindung zum Chat und habe den Rechner zwischenzeitlich neu gestartet, nachdem ich Twitch-Neustart nicht brachte. Ah, okay. Ja, manchmal spinnt das. Witzig ist manchmal auch, wenn ich selber manchmal nicht mit dem Chat verbunden ist. So, Stream läuft einfach ganz normal weiter. Aber dann halt ich nicht auf den Twitch-Chat direkt bei OBS zugreifen kann und ich mir dann auch immer so denke, yo, geil. Aber solange mich da die Leute hören, ist dann meistens alles gut. Aber diesmal, ja, Twitch hat sowieso manchmal so seine Macken. Und der PC sowieso. Deshalb habe ich den Chat immer in OBS und auf dem Handy offen. Ja, auf dem Handy hätte ich ihn heute eigentlich auch aufhaben wollen. Problem dabei war, mein Handy ist nicht aufgeladen. Mein Handy hat zwischendurch den Geist aufgegeben. Jetzt sitzt das hier an der Ladestrippe und ich habe aber nur so ein... Warte. So ein Mini-Kabel, weil das andere leider kaputt gegangen ist. Und mein anderes oben im Schlafzimmer ist. Das wollte ich dann nicht holen. Deswegen, ja. Liegt es da leider gerade out of order. Ansonsten habe ich den eigentlich auch immer offen. Ja. Heute leider nicht. Aber bisher, toi, lief der Stream auch einigermaßen. Ja, es ist nur, weil ich die dicke Katze ablehne. Ich habe zwei solcher Katzen erlebt und so witzig, dass das im Spiel ist. Ich liebe halt Katzendolle. Ja, ich auch. Also ich kenne auch wirklich, wirklich fette Katzen. Und das tut mir auch immer so leid, wenn ich die dann halt in echt sehe und mir dann halt denke, so, ja, oh, schön. Also ich bin froh, dass ich meinen Kater, den ich von meinen Eltern geholt habe, dass ich den halt schon 2 Kilo runtergekriegt habe von einem Kater. Der hat vorher 9 Kilo gewogen und war wirklich ein Brecher. Oh. Und jetzt mittlerweile ist er bei 7,1. Ist immer noch zu viel, tatsächlich, für sein Alter und ne? Aber es passt. Es passt alles. Problem ist halt, dass er unter Gastritis leidet. Halt dieses immer wieder Hochwürgen des Essens und so weiter. Das ist dann halt immer ein bisschen schlimm und ja, ich warte auch noch auf die letzte Tierarztrechnung. Das wird lustig. Aber die Tierärztin lässt sich meistens 1-2 Monate Zeit. Katzen sind Liebe, ja. Ich liebe Katzen. Es gibt nichts Besseres als Katzen. Diesmal geht es um eine Quickhirn. Teteron mit Namen. Ein braver Bursche, sag ich dir. Kurz nach der Katastrophe fand ich ihn schwer verletzt im Wald. Nahm ihn mit und peppelte ihn auf. Aus Dankbarkeit arbeitete er danach eine Weile hier im Horst. Doch irgendwann kam auf die Idee, sein Glück als Händler zu versuchen. Als ich ihm die Gelegenheit bot, zog er schnurstracks mit einem Händler nach Lanuskea. Erst als er schon lange fort war, ist mir aufgefallen, dass er etwas vergessen hat. Könntest du es ihm bringen? Auf der Handelsstraße in Limsalominsa kenne ich eine Ruhigardin namens Bensing. Er könnte wissen, wo unser kleiner Quickhörn-Freund abgeblieben ist. Ach du grüne Neune. Das ist alles Namen hier immer. Unglaublich. So. Also, wo müssen wir hin? Also, östliches Deinerland haben wir auf jeden Fall. Auf Freibrief habe ich gerade keine Lust. Und dein Ingame-Name sagt mir was. Echt? Ich habe ihn mir tatsächlich... Also, ne, hab mir den tatsächlich einfach ausgedacht damals. Die vom Datenzentrum Chaos of Light gewechselt ist. Ich war auf jeden Fall mal auf Chaos, ja. Kann durchaus möglich sein. Aber ich war nicht lange auf Chaos.
Das war ganz, 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 ganz am Anfang. Wo ich es gerade installiert hatte. Wieder. Da habt ihr, glaube ich, so 10, 12 Stunden verbracht, wenn es hochkommt, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, hörst du das? Ja, ich verwende den Namen halt eigentlich immer. Also nicht nur, weil es halt mein Kanal, also Twitch und YouTube-Name ist, sondern einfach, weil ich finde, ne? Man kann ihn halt für eigentlich jeden Charakter verwenden. Und ihn haben nicht so viele. Ich habe es bisher noch nie erlebt, dass der Name vergeben war. Gott sei Dank. Es ist immer so ärgerlich, wenn man gerade einen Namen endlich mal gefunden hat und plötzlich der Name ist vergeben. So, ach so, ja, das war da hinten. Und das hier war im